Im Prozess um die Veröffentlichung von IS-Gräuelfotos ist die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen freigesprochen worden. Laut Urteilsbegründung hatte die Verbreitung der umstrittenen Bilder einen informativen Zweck. Die Veröffentlichung zu kriminalisieren sei ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Le Pen hatte 2015 mehrere Bilder von getöteten Geiseln des sogenannten Islamischen Staates auf Twitter geteilt. Wie die Vorsitzende der rechten Partei Rassemblement National sagte, wollte sie damit auf die Gefahr durch die Terrormiliz aufmerksam machen. Die französische Justiz leitete dennoch Ermittlungen ein, denn Gewaltdarstellungen zu verbreiten ist in Frankreich eine Straftat. Neben Le Pen stand auch der rechtspopulistische Europaabgeordnete Gilbert Collard vor Gericht, der die Gräuelbilder ebenfalls im Internet geteilt hatte. Auch er wurde freigesprochen.